Wird ein Unschuldiger verurteilt, wird ein Schuldiger laufen gelassen. Was ist richtig? Hallo Leute, willkommen zum dritten Teil der Reaktion auf Unser Freund der Mörder. Ein Projekt, das mich wirklich mitgenommen hat. Der Fall geht mir bis heute nahe. Ich kenne den Täter persönlich. Ihr habt gesehen, André Miegel ist gestern ausgerastet aufgrund dieser ganzen Struktur dieses Falles. Und ja, heute werden wir versuchen, den ein oder anderen losen Faden zu einem Seil zu verknüpfen. Ihr werdet hören, was meine persönliche Meinung zu dem Ganzen ist. Und ja, ohne jetzt groß zu quatschen, lasst uns endlich anfangen. Guck mal, bei sowas verlierst du auch als Strafverteidiger den Glauben. Den Glauben an alles, was irgendwie rechtsstaatlich sein könnte. Da haben wir wieder... Bist du dabei? Bist du angefixt oder was? Muss ich nicht mal die dritte Klasse besucht haben, um das zu verstehen. Am Ende urteilt das Gericht, egal wie diese DNA in die Wohnung kam, sie ist nicht tatrelevant und sie deutet nicht auf einen anderen Täter hin. Das Gericht ist dem auch nachgegangen, es ist auch viel gemacht worden, das muss man ja sagen. Aber es gab eben kein klares Ergebnis, woher kommt das? Und für mich ist dann die zentrale Frage, wie gehe ich mit diesem Gegenargument, wenn Sie so wollen, das geeignet wäre, den Benze zu entlasten, um. Und was macht man damit? Man schiebt es mit einer bestimmten Argumentation einfach zur Seite, sage ich, und nimmt es noch als Bestandteil des Rings. Es wäre ein Entlastungsaspekt, aber er weist doch nicht auf die Täterschaft hin. Ich kann ihn doch nicht als Indiz missbrauchen und einstellen in einen Ring und dann so tun, als hätte ich eine große Vielzahl von Indizien. Ich kann es nicht verstehen. Für uns war das immer ein Ansatzpunkt zu sagen, da muss... Also ich glaube, man merkt es mit ein bisschen Menschenkenntnis, wie zurückhaltend der Kollege gerade ist. Also ich glaube, also es ist vielleicht ein bisschen Resignation, Verzweiflung, das alles, aber man hört, der hat einen super Job gemacht, geht gar keine Frage, aber man merkt das so, man merkt eigentlich, möchte er, glaube ich, so dass das kostet weniger Zeit. Er mag schreien, oder? Aber er hat bei der Urteilsverkündung geschrien damals. Ja? Also er ist schreiend rausgelaufen aus dem Gerichtssaal. Hat, glaube ich, entweder irgendwas getreten. Es gibt dann Kammerverfahren dann wahrscheinlich, aber also er hat hätte ich auch in Kauf genommen. Das Problem ist, ja, er ist resigniert so ein bisschen, finde ich. Er hat da so ein bisschen resigniert, ne? Steht da schon. In der Wohnung gewesen sein. Man hat versucht rauszufinden, wer war alles bei ihr. Es gab an diesem Nachmittag noch Besuch von einer Freundin, von ihrem Steuerberater. Die Freundin hat sie verlassen mit den Worten von Charlotte, sie erwarte jetzt noch Besuch. Sodass meine, man kann zu Recht die Frage aufwerfen, war womöglich noch jemand da? Darauf deutet auch eine Weinflasche hin, die in diesem Kontext für mich eine ganz wesentliche Rolle spielt, die auch im Urteil erwähnt ist. Charlotte hatte am Nachmittag des 15. Mai noch Besuch von besagter Freundin. Dort hatte Charlotte ihr dann einen neuen Wein präsentiert und wollte unbedingt, dass sie ihn probiert. Und die Freundin schilderte als Zeugin, dass sie von diesem Wein probiert hat, dass er ihr aber zu sauer war. Und zu dem Zeitpunkt, als sie die Wohnung verlassen hatte, fehlte aus dieser Weinflasche ungefähr ein Viertel. Das würde eventuell wieder für einen Besuch sprechen. Wenn man jetzt unterstellt, die beiden Damen haben ein Viertel getrunken, bevor die Freundin die Wohnung verlassen hat. Sagen wir mal, die Weinflasche war dann noch, wie wir sehen, gut voll. Und am Ende war noch 30 Milliliter in der Flasche. Das heißt, ich würde tippen, ungefähr einen Ticken mehr als der Bodensatz bedeckt. Also ein paar Schlucke. Argumentation des Gerichts ist ja, sie könnte es auch eingeschenkt haben und kurz vorm Weggehen, also aus der Wohnung verlassen, es weggekippt haben, weil sie gemerkt hat, sie kann das ganze Glas doch nicht trinken. Wenn ich als Verteidiger solche Hypothesen aufstelle, sag mal, was tragen Sie hier eigentlich vor? Auf welcher Basis? Ja, ja, aber sowas von ja. Das traust du dich als Verteidiger gar nicht zu sagen. Weil dann jeder Vorsitzende einer Strafkammer zu dir sagen würde, das ist ein Schutzbau, das ist erfunden. Was denken Sie sich denn da für Sachen aus? Wie Sie hier die Märchen spinnen oder ihr Garn spinnen. Ja, also auch das muss ich mir oft gefallen lassen. Bis man dann möglicherweise im besten Fall das nachgewiesen bekommt. Aber in so einem Fall... Da sind wir wieder da, wo du dir denkst, warum wird hier verdammt nochmal nach zweierlei Maß gemessen? Ist da einfach das Ergebnis so viel wichtiger als die Durchführung eines fairen Prozesses? Nochmal, es kann ja eigentlich nicht im Interesse von irgendwem sein, jemanden zu verurteilen, der es nicht war. Ja, und da haben wir wieder das Interesse, was wir eingangs einmal erklärt haben, nämlich wie kann so ein Mord nicht aufgeklärt werden? Ist er aufgeklärt worden, hat besondere Sperre der Schuld bekommen. Nein, ich meine jetzt, wenn man ihn freigesprochen hätte.
Genau. Wie kann es sein? Und dann würde man sich denken, ich bin eine Strafverfolgungsbehörde. Es ist mein Job. Mhm. Stehst du? Es ist aber ich habe ja was. Ich habe eine DNA von einem Unbekannten. Ja, genau. Ich habe was. Klar. Wahnsinn. Also es ist krass. Ja, ja. Vor, auf welcher Basis? Welche Fakten haben Sie eigentlich für diese Annahme? Ein Gericht darf das. Ein Gericht darf erst mal sagen, ja, ob die Zeugin sich da tatsächlich zutreffend erinnert, dass da noch nur ein Viertel aus der Flasche genommen war. Das ist schon die Frage. Außerdem war sie ja mit dem Auto in der Parkgarage. Vielleicht hat sie mehr getrunken und will das nur nicht sagen. Da werden alle Argumente, die nur irgendwie denkbar sind, bemüht, um dieses Thema aus dem Feld der Argumentation herauszuschieben. Weil es stört. Es stört halt. Wo sind die 0,5 Liter geblieben? Und dann sagt man am Ende des Tages, ja, sie kann sich ja eingeschenkt haben und dann nicht mehr getrunken haben. Und dann weisen wir nach, dass man in ein Glas keinen halben Liter einfüllen kann. Soll man jetzt sagen, sie hat zwei Gläser für sich eingefüllt? Da hat dann gesagt, nee, ich nehme gleich doppelt. Ich trinke ja so gerne, ich nehme gleich zwei Gläser. Und die schütte ich dann beide weg. Was ist da noch vernünftig? Die Leiche wurde im Flur aufgefunden der Wohnung. Und auf dem Sakko der Charlotte B. wurde eine DNA-Spur gefunden. Und die deutet eindeutig auf Benedikt Todd hin. Ich finde, das ist schon ein gewichtiger Grund, jemanden zu verdächtigen. Nicht, wenn er die Tante am Tag nach der Tat in Beisein eines Zeugen tot aufgefunden hat, der bestätigt, dass Benedikt zu ihr gerannt ist, sich neben sie gekniet hat und sie geschüttelt hat. Und nicht, wenn er der Neffe der Getöteten ist, der regelmäßig mit ihr Kontakt hatte und wir nicht wissen, wie alt eine DNA-Spur ist. Sowohl die Fingerabdrücke im Büro als auch die DNA-Spuren auf dem Sakko, die sind ja da, das kann man nicht anzweifeln. Ne? Also diese Spuren existieren. Die einzige Frage, die sich dabei stellt, ist, sind die bei der Tat da drauf gekommen, sind die bei der Tat entstanden oder auf einem anderen Weg? Ich bin ja nun kein Jurist, aber ich gehe immer von der Behauptung aus, im Zweifel für den Angeklagten. Ich frage mich dann immer so, wie groß muss denn ein Zweifel sein, dass es für den Angeklagten spricht? Das ist leider in unserem Rechtssystem eben diese freie richterliche Beweiswürdigung. Auch da gibt es keinen Maßstab, den Sie auf jedes Verfahren gleich anlegen können und sagen können, der Zweifel muss so gewichtig sein, sondern es kommt auf die Frage an, zweifelt der Richter? Dann muss er in dubio pro reo, also im Zweifel. Da kommst du nicht dran, wenn er nicht zweifeln will. Ich krieg da Gänsehaut. Ich schwör's, ich krieg da Gänsehaut, weil ich hatte diese ganze Zeit in der Bewährung, hat's rechts und links von mir eingeschlagen, wo Leute wegen windigen Argumenten Hausdurchsuchungen hatten, vorläufig festgenommen wurden, weil einer bei dem Raub so ähnlich aussah. Und dann kam irgendwann das Bild, das sah überhaupt nicht aus wie der, bloß der war halt praktisch und da hat man es halt probiert und so. Und es beängstigt mich so, ich kann es dir nicht sagen, so, weil ne, als ich noch die Bewährung hatte, da ist es noch leichter. Ja. Wir catchen dich, wir sperren dich ein und wenn es dann nicht war, dann ziehen wir es dir von der offenen Ding noch ab, kriegst du erstmal. Ja, ne? Also, oh Gott, das macht so Angst. In dubio pro leo, habe ich immer ganz clever gesagt, weil der bayerische Löwe so. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, es muss aber, diese Zweifel, für die muss das Gericht empfänglich sein. Und wenn das Gericht für diese Zweifel nicht empfänglich ist, dann kannst du zweifelnd sehen, wie du willst und du kommst da einfach nicht ran. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe mit der berechtigten DNA. Natürlich ist das voll von DNA. Warum denn auch nicht? Es wäre doch eher auch, und jetzt kommt der Knaller, jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. In der ganzen Wohnung hätte man keine DNA gefunden. Dann hätten die zu ihm hundertprozentig gesagt, oh, er hat den Tatort gesäubert. Der clevere Mörder, ja genau, ja. Jetzt haben wir noch Mordlust oder sowas. Jetzt pass auf, ich habe noch so ein Brett für dich. Warte, das kommt jetzt gleich. Weil das muss in der Kette sein. Okay, weil ich warte schon die ganze Zeit drauf. Zweifelt er nicht, darf er verurteilen. Kam bei dir jemals Zweifel, dass dein Bruder es gewesen sein könnte? Ja, sagen wir mal so, als er festgenommen wurde, wusste ich natürlich nicht, ob er es gewesen ist oder nicht. Aber es sind halt keine Argumente gekommen. Bis zum letzten Tag nicht. Weil es wäre ja wahrscheinlich nicht der erste Mörder, bei dem jemand aus der Familie und bei dem auch die Freunde gesagt haben, so, hey, der kann niemanden umbringen, das ist gar nicht der Typ dafür. Ja, das wird sicherlich woanders auch gegeben haben. Aber nur weil jetzt dann die Ermittler dann sagen, es muss aus der Familie gewesen sein, jeder kann ein Mörder sein, dann müsste man doch mit jedem gesprochen haben. Denkst du manchmal, du könntest jetzt auch an seiner Stelle im Gefängnis sitzen und du könntest für diesen Mord verurteilt worden sein? Genau so, ja, klar, denke ich dran. Welche Vorwürfe machen Sie denn jetzt auch der Staatsanwaltschaft oder den Ermittlungsbehörden konkret?
Also den Ermittlungsbehörden mache ich einfach den Vorwurf, dass sie einseitig ermittelt haben. Mhm. Das habe ich immer behauptet und immer erklärt. Dann müssen sie als Verteidiger aktiv werden und müssen eben versuchen, den Gegenbeweis zu führen. Wie können sie das tun? Ist ja schwierig genug. Etwas, was man nicht gemacht hat, zu beweisen, wie soll das geschehen? Das ist eigentlich per se gar nicht möglich. Also können sie nur versuchen, in einzelnen Randbereichen, dort, wo Indizien kreiert werden, gegenzuhalten. Wir hätten für diesen Fall natürlich gerne mit beiden Seiten gesprochen. Klar, es gibt dieses Urteil und damit haben wir uns auch ausführlich beschäftigt. Aber wir hätten auch gerne mit dem Richter, mit dem Staatsanwalt oder auch dem Leiter der Mordkommission damals über ihre Sicht der Dinge geredet. Bei einigen Punkten kann ich Zweifel nachvollziehen. Ja, es könnte so gewesen sein, wie Frau Arnemann das erklärt. Aber im Urteil finden sich eben auch einige Indizien, bei denen ich die Argumentation des Gerichts schon sehr schlüssig finde. Was mich am meisten irritiert an der Version der Geschichte von Benedikt Todt, ist sein Nachtatverhalten. Er beschreibt, er ist am Tag, nachdem die Tante ermordet wurde, gab es offenbar eine Information, dass sein guter Freund in Augsburg gekündigt wurde. Er hat sich ins Auto gesetzt, ist nach Augsburg gefahren, hat in Augsburg gemerkt, dass er eigentlich ja doch wieder arbeiten muss, ist in Augsburg rumgedreht und zurück nach München gefahren, ohne dem Freund Bescheid zu geben. Das klingt für mich unglaubwürdig. Das war am 16. Mai und am Nachmittag bzw. Abend des 16. Mai hat er seine tote Tante gefunden. Da waren in seinem Leben wahrscheinlich die Prioritäten dann einfach andere. Ich glaube, dass die These der Kriminalpolizei immer war, dass er dort womöglich Tatmittel entsorgt hat. Wir haben dann im Laufe der Hauptverhandlung erfahren, dass es derartige Ermittlungen gab, die uns vorher nicht bekannt gemacht wurden und es wurde nichts gefunden. Das heißt, man kann diese Augsburg-Fahrt in welches Licht auch immer stellen, aber dass sie Tatbezug hat, wissen wir nicht. Das Ding ist, klingt super schräg. Im Zusammenhang mit der Tat ist man versucht zu sagen, mit dir stimmt was nicht. Aber wenn jetzt keine Tat stattgefunden hätte, wäre es was Komisches, was man gemacht hat, was überhaupt nicht, ne, es passieren seltsame Dinge, man macht seltsame Dinge. Wenn du dann noch das Pech hast, dass tatsächlich zu der Zeit was war, bist du erledigt. Ja, ja, klar. So. Und das ist halt, und umgekehrt, ich kann ja mal wieder sagen, wie es ansonsten ist, wenn der Geschädigte, der vermeintlich Geschädigte, wo du als Anwalt denkst, der lügt wie, keine Ahnung was, wie gedruckt. Und du fragst, ich hatte so einen ähnlichen Fall auch mal, da ging es darum, dass bei der Tat ein Hund anwesend war. So, hat der Geschichte gesagt, mein Hund war auch mal, ich war mit dem Hund Gassi gehen. Und dann wurde ich zusammengeschlagen und das alles, pipapo. Kein Krankenwagen, keine Polizei, niemand hat diesen Hund am Tatort mal gesehen. Wo war denn der Hund? Ist der Hund jetzt wieder bei Ihnen, frage ich. Ja, der Hund ist wieder zu Hause. Wie ist denn der nach Hause gekommen? Ja, weiß ich nicht. Und dann auch das Gericht. Ja, in dem Moment hat man ja auch, in dem Moment ist man so unter Panik, da ist so ein besonderer Moment, wenn man da überfallen wurde, da macht man sich andere Sorgen als um seinen Hund. Kann man denn da nicht auch sagen? Da ist sowas Krasses passiert, da ist man ohnehin durcheinander, bei Geschädigten geht es immer. Damit erklärt man, oder damit kann man wirklich in einer Beweiswürdigung, wenn man weiß, wie man Urteile schreibt, damit kann man jeden Widerspruch erklären, indem man einfach sagt, ja klar war der durcheinander, das war doch eine völlig unnormale Situation, in der man sich so und so verhalten hat. Ne? Aber da ist noch keine Beweis von der Tat wieder. Naja. Nee, natürlich nicht. Benedikt Todt musste sich vor Gericht nicht nur für diesen Mord verantworten, sondern ihm wurde auch noch ein Diebstahl in 3 Fällen vorgeworfen. Er soll sich am Kassenautomat der Parkgarage bedient haben. Das finde ich insofern nachvollziehbar, als dass kurz nachdem er das Geld gestohlen haben soll, in etwa die Mengen eingezahlt wurden auf sein Konto und ich keine plausible Erklärung dafür gefunden habe, warum diese Summen sonst auf seinem Konto landen sollen. Als Anwalt macht es ihm auf jeden Fall, okay, er hat geklaut. Heißt noch lange nicht, dass er killt. Nein, also ich frage mich gerade, wo kommt das mit hin? Wo kommt das Ende des Kreises? Ja, da müssen wir jetzt den Zeitpunkt wissen, wann hat er das Geld überwiesen. Oder so. Aber selbst dann, wenn er sie ermordet hat und dann das überwiesen, oder nee, wahrscheinlich hat er es davor dann gestohlen oder so. Aber das hat... Ich sehe keine Verbindung zum Mord. Also es macht ja vielleicht Sinn, wenn man sagt, er hat seine Tante umgebracht, um die Euromünzen aus dem Parkautomat zu klauen. Okay.
Aber ansonsten verstehe ich den Zusammenhang nicht. Es ist ein Ding, es ist nicht so eine Sache, dass man damit dann versucht, den Leumund der Person einfach zu vernichten. So, ja. Du bist fähig zu klauen, also, ne, ich will ja nichts sagen, aber hey, wer hinten, also klauen tut er schon mal, das können wir schon mal sagen, so, ne? Ja. Ja, wird wahrscheinlich sogar funktionieren, so, ne? Und auf der anderen Seite kämpfst du als Strafverteidiger häufig darum, dass du das BZR, also den Bundeszentralregisterauszug, vom Belastungszeugen mal bekommst. Was soll denn das? Ja, und wenn er Vorstrafen hat, was hat er denn für eine Auswirkung jetzt auf sein Aussageverhalten? Gar keine. Schildert er wie folgt. Es gab einen Geschäftsführer, der seit vielen Jahren in der Parkgarage angestellt war und mit dessen Tätigkeit die Tante zunehmend unzufrieden war. Seine Tante hatte ihn gebeten, im Zuge einer Intrige Bargeld zu entnehmen, das man dann am Ende diesem Geschäftsführer in die Schuhe schieben würde, um ihm deshalb zu kündigen. Also das finden Sie, klingt plausibel. Das ist das, was Benedikt Todt dazu erklärt. Mhm. Und auch da würde ich sagen, das Gegenteil ist für mich nicht erwiesen. Dazu kommt, jetzt mal unterstellt, Ihr Gedankengang oder die Argumentation des Urteils ist richtig. Mhm. Und er lügt an dem Punkt. Dann ist er ein Dieb. Mhm. Aber er ist noch kein Mörder. Für mich klingt diese gesamte Geschichte mit der Intrige eher unglaubwürdig. Aber ich gebe absolut zu, dass selbst wenn man davon ausgeht, dass er der Dieb ist, dass das nicht dafür spricht, dass er diesen Mord begangen hat. An der Wohnungstür des Opfers wurden jeden Tag 3 Zeitungen hinterlegt, in einer Plastiktüte über die Türklinke gehängt. Und bei Benedikt Todt wurden, nachdem er bei der Polizei verhört wurde und seine Wohnung durchsucht wurde, im Altpapier 2 Zeitungen gefunden. 2 Zeitungen, die nach Meinung des Gerichts identisch waren mit den Stadtteilausgaben der Zeitung, die Tante sonst immer vor der Tür hängen hatte. Ja. Wie lässt sich das denn erklären? Aus meiner Sicht auch wieder völlig unproblematisch damit, dass Benedikt Todt selbst sagt, er hat diese Zeitungen am Morgen nach der Tat, also noch weit vor der Auffindung, am Morgen also des 16. Mai, von der Tankstelle mit nach Hause genommen, so wie es immer wieder gemacht hat und dort ins Altpapier getan. Jetzt ist mir allerdings vorgeworfen worden, ich habe damit die Auffindung verzögern wollen, indem ich die Zeitungen wegnehme. Ein vollkommener Irrsinn natürlich, weil wenn ich die Zeitungen weghängen sollte, damit das Zeichen gegeben wird, ich bin da. Wenn die Dinger drangehangen wären, ach, die ist schon wieder irgendwo unterwegs oder was? Die rührt sich dann schon am Nachmittag. Könnte das nicht einfach sein? Funktioniert genau so, um aufzusagen. Funktioniert genau so, um aufzusagen. Das andere funktioniert schon auch so, ist jetzt auch nicht, dass man sagt, naja, dass er sozusagen den Todeszeitpunkt verzögern wollen will. Aber kannst du genau andersrum auch sagen. Ist kein Argument für eine Tat. Ja, und vor allem auch, man sieht ja, dieser ganze Prozess, es hat sich ja eine Beweislastumkehr in diesem Prozess entwickelt. Das ist ja ekelhaft. Ja. Das war ja, es war ja so, dass sich die Verteidigung für Sachen rechtfertigen musste, für die, nochmal, das kann ich nur nochmal sagen, bitte vergesst niemals, dass die Unschuldsvermutung gelten sollte. Und man darf nicht vergessen, nicht die Verteidigung, nicht der Angeklagte muss seine Unschuld beweisen, sondern die Schuld muss ihm bewiesen werden. Und das Ganze hier war ja von vornherein darauf ausgerichtet, dass jede Tatsache gegen den Benedikt spricht. Und das funktioniert so eigentlich nicht. So darf es nicht sein. Boah. So darf es nicht sein. Dass, angenommen, Benedikt Todt ist der Täter, dass er einfach nicht damit gerechnet hat, dass er so schnell gefunden wird und dass er nicht damit gerechnet hat, dass seine Wohnung durchsucht wird. Also ich glaube, so wie ich ihn mittlerweile kennengelernt habe, ist einem Benedikt Todt sehr wohl bewusst, was dann passieren wird. Das weiß auch, glaube ich, jeder, der einen Tatort schaut. Dementsprechend Jurastudent, ne? Und ein kluger Mann. Also das ist wirklich. Aber auf der anderen Seite, die klügsten Männer machen die dümmsten Sachen. Das ist immer, ich finde das Argument immer, dass der so schlau ist. Sie hat ein paar Mal schon ein bisschen so Sachen gesagt, die ich jetzt nicht unbedingt, der Benedikt, so einen Benedikt Todt, ja, dann ist er halt klug. Das heißt aber nicht, dass er nicht 2 Zeitungen in den Müll haut, weil er in dem Moment nicht drüber nachdenkt. Also solche Argumente sind, die sollte man tatsächlich nicht bringen. Finde ich auch hilft keinem weiter. Ich habe den aber auch als sehr klugen Mensch erlebt, aber ich würde jetzt gern, ich weiß nicht, ob der Prozess noch kommt, wahrscheinlich, weil ich würde gerne was zum Prozess noch sagen, was nämlich zeigt, dass er gar nicht mal so klug ist in manchen Sachen. Komm, mach mal weiter. Halte ich es für ausgeschlossen? Bei der Vernehmung von Benedikt Todt bei der Polizei wurde er durchsucht und unter anderem eben auch sein Portemonnaie.
Und in dem Portemonnaie hat man, und das hat er am Anfang sozusagen verschwiegen, hat man Geldscheine gefunden nach genauerem Durchsuchen. Die waren nämlich ein bisschen versteckt. Und das waren 3 500-Euro-Scheine. Die geben meiner Meinung nach ein großes Rätsel auf, denn Benedikt Hott konnte im Laufe des Prozesses, finde ich, nicht richtig plausibel erklären, woher dieses Geld kommen soll. Und man hat DNA-Spuren der Tante auf diesen Geldschein gefunden. Das ist auch wieder, finde ich, zu kurz gedacht. Denn für mich ist gar nicht klar, ob sie zu dem Zeitpunkt, als sie gestorben ist, überhaupt noch über so eine Bargeldsumme verfügt hat. Dazu kommt diese angesprochenen DNA-Spuren auf den Scheinen. Mhm. Es weiß auch da kein Mensch, wie die dorthin gekommen sind oder woher sie stammen. Am Ende findet die... Und ich gehe noch weiter. Ich habe das damals mitbekommen. Es wurde nichts gefunden. Und nach Monaten wurden plötzlich diese 500-Euro-Scheine in einem Versteck im Geldbeutel gefunden. Jetzt sag du mir, in welchem, hast du die 500er gesehen? Die waren nicht so klein gefaltet, die waren in Ordnung. Wo in einem Geldbeutel versteckst du 3 500-Euro-Scheine vor der Mordkommission? Das ist absolut unmöglich. Ja, aber sowas von. Und das war so richtig, und er war damals, ich weiß noch, er so, jetzt machen sie mich kaputt. Ja. Er so, ich weiß nicht, wo die herkommen. So, er hat wirklich nicht gewusst, wo diese 500-Euro-Scheine herkommen. Und als ich es gehört habe, mir kam sofort, ich kriege auch wieder Gänsehaut, weil ich weiß. Auch. Und es gibt gute Cops, es gibt schlechte Cops, es gibt alles. Bei meinem Fall sind Sachen verschwunden. Bei meinem Fall ist Geld verschwunden, bei meinem Fall sind Drogen verschwunden. Und ich weiß, wie sowas sein kann. Und ich, also, ich weiß nicht, ob man sowas sagen darf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Geldscheine... Also das, ich bin mir ziemlich sicher, dass du 3 500er, wenn du bei der Mordkommission bist, nicht in einen Geldbeutel übersehen kannst. Nein, niemals. Für niemals. Monate. Und dann, wenn du merkst, oh, das wird immer dünner. Und jetzt nochmal eine Sache zum Benedikt Hott. Dieser Mann hat damals 40 Tage Hungerstreik gemacht. Boah. In der JVA Stahlheim. Das sagen die nicht. Mhm. 40 Tage Hungerstreik. Und ich weiß noch, dass ich mir damals gedacht habe, weil ich weiß, jeder macht manchmal, ne? Und ich so, okay, ich kenne. Ja, du willst jetzt zeigen, dass du es nicht warst, ist schon gut halt. Klar. Aber der hätte sich damals fast getötet. Und der Grund, warum er damals aufgehört hat mit diesem Hungerstreik, war, seine Verwandten haben ihn gebeten. Weil sie haben ihn gesehen, dass er nicht mehr laufen kann, dass er gerade kaputt geht. Die waren kurz davor, ihn zwangs zu ernähren. 40 Tage, Boah. Das ist Jesus-Style. Also nicht, dass ich ihn jetzt hier mit Jesus vergleichen möchte, aber das ist... Ich habe mal 11 Tage Hungerstreik gemacht, da ging es mir noch gut. Ich habe jeden Tag ein Kilo abgenommen. Ja? Ja, ich kam aber auch von 115. Das war dann so, ja, ich auch so beim Arzt. Wollen Sie denen nicht mal langsam sagen, dass es bei mir ernst wird, dass Sie mal eingehen sollen auf meine Forderungen? Also, na, jetzt haben Sie mal immer noch leichtes Übergewicht. Aber der hat nicht mehr gut ausgesehen. Und dann hat er sich damals noch eine Glatze rasiert. Der hat fürchterlich ausgesehen. Und da habe ich, das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, so vielleicht warst du gar nicht. Und diese Geldscheine, nochmal, es ist unmöglich, dass die übersehen worden sind. So klein kannst du 500er nicht falten in einem Geld. Ja, also ich habe da aber immer noch nicht, ich habe noch nicht verstanden, was die jetzt zeigen. Damals hatten sie zuerst gesagt, dass da Blut drauf ist. Ach. Das haben sie jetzt, bis jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es dann bei der Fahndung, das habe ich nie wieder gehört. Aber damals, als er mir es erzählt hat, hieß es, die haben blutige Geldscheine bei mir gefunden. In meinem Geldbeutel. Mhm. Das war so, das war der Beginn meiner jahrelangen Reise des... Oh, der war es nicht. Ja? Komm mal weiter. Verteidigung für jedes Indiz immer irgendwie eine Erklärung, die Benedikt entlastet. Die ist mal nachvollziehbar für mich, aber an anderen Punkten ist für mich die Version aus dem Urteil deutlich wahrscheinlicher. Bis hierhin ist für mich jedenfalls noch nichts bewiesen, aber genau das ist ja auch die Schwierigkeit an einem Indizienprozess. Manchmal hat sich bei mir fast der Eindruck eingeschlichen, jetzt muss die Verteidigung beweisen, dass der Angeklagte nicht schuldig ist. Wie hast du denn diese Beweislast wahrgenommen? Also das Gericht hat sich hier tatsächlich sehr intensiv auf die, wenn man so will, salopp ausgedrückt, Suche nach der Wahrheit begeben. Also grundsätzlich ist es so, dass dieser Prozess aus meiner Sicht als Beobachter auch von anderen Prozessen nicht irgendwie unregelmäßig abgelaufen ist, sondern die Staatsanwaltschaft hat vorgetragen, was sie ihrer Ansicht nach ermittelt hat und wie das zu bewerten ist. Und das Gericht hat darüber entschieden und die Verteidigung hat eben versucht, den Angeklagten zu entlasten. Am Ende gab es ein Urteil. Also ich kann es schon nicht mehr hören, ehrlich gesagt.
dass man so objektiv hier alles durchgeführt hätte und ermittelt hätte. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Es stimmt nicht. Das klingt ja aber auch so danach, als hätten sich alle irgendwie so gegen ihn verschworen, als hätten sie irgendwie gegen ihn sich zusammengetan. Und ich frage mich, warum sollten sie das tun? Nein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Das ist doch ein Unsinn. Mhm. Sondern man hat sich einfach auf ihn festgelegt. Man war überzeugt, er ist der Täter. Und so hat man halt... Und das ist der Punkt, was ich vorher auch gesagt habe. Ich glaube nicht, dass ein Cop... Also ich will es nicht glauben. Ich will es nicht glauben, dass ein Polizist einen Beweis fälscht, um jemanden dran zu kriegen, der es, von dem er denkt, er war es nicht. Das ist wirklich, aber ich kann mir vorstellen, dass man bereit ist, rein hypothetisch, 300-500-Euro-Scheine demjenigen unterzuschieben, von dem man glaubt, der ist es, um das Ding, um den Sack zuzumachen. Und ja, das ist so, das ist immer dieses, man braucht kein Verschwörungstheoretiker zu sein, sondern man sagt halt, okay, der war's, aber wir haben ihn nicht, wir haben ihn nicht das Ding fest. Und dann schieben wir hier ein bisschen, in Mittel nur in die eine Richtung, ignorieren sowas wie eine DNA-Spur von offensichtlich einer verdächtigen Person und dann ist es halt. Es ist ja auch so, das, was er sagt, und er ist ja auch, also er ist einfach, das kann ich nur nochmal sagen, ein super Strafverteidiger, ich kenne den Namen, er ist ein Top-Mann. Und weißt du, wenn sich jemand hinsetzt und sagt, es stimmt einfach nicht, wenn du an einem Punkt bist, wo du als Strafverteidiger weißt, hier wird gerade was vorgetragen, was nicht stimmt, dann ist auch der Rechtsstaat verloren in diesem Fall. Dann ist das, und dann haben wir wieder diese Gänsehautmomente für uns, dann weißt du, ab hier braucht nicht weiter. Und wie kannst du als einzelner Mensch, der hat ja noch beträchtliche finanzielle Mittel gehabt, dadurch, dass seine Familie zu ihm gehalten hat, weil der Bruder, obwohl das Erbe damals eingefroren war und alles, hat natürlich die Familie gesagt, wir stehen hinter dir. Heißt, er hatte Kohle für einen Anwalt, hatte Kohle auch vielleicht sogar für einen Ermittler oder irgendwas, ne? Was du als normalerweise ja nicht mal hast. Und trotzdem hat es ihm nicht geholfen. Hat er mir damals erzählt, während der Untersuchungshaft, dass es ein Angebot der Staatsanwaltschaft gibt. Das lautet 7,5 Jahre Totschlag. Und er gesagt hat, ich nehme das nicht an. Ich bin unschuldig. Und damals, der war gut befreundet mit einem Gangster, also gleich Zellnachbar mit einem Gangsterfreund von mir, eine Münchner Legende, Grüße gehen raus, der damals zu ihm gesagt hat, wenn du das nicht annimmst, machen sie dich fertig. Ne? Ist dir klar? Du musst diesen Deal annehmen. Ich bin unschuldig. Übrigens, Benedikt Hott, früher sehr konservativ, sehr konservativer Typ, wäre Staatsanwalt geworden, ne? Und nicht Anwalt für Greenpeace, so von der Art eher. Ja, ja. Hat er auch zu mir, sich selber hat er immer als CSU-Wähler mir gegenüber gesagt, ne? ich war konservativ, ich war in der Jungen Union und so Zeug. Er hat gesagt, ich nehme diese 7,5 Jahre nicht an, und alle Gangster haben ihm geraten, mach das. Die machen dich fertig. Ne? Wenn du 7,5 Jahre kriegst für so einen Fall, dann bist du mit deiner Ding, bist du in 4,5 Jahren draußen, alles gut. Ich war es nicht. Okay. Und 15 Jahre oder damals 10 Jahre später sitze ich immer noch mit ihm in Straubing und schaue ihn an und sehe, du hast besondere Schwere der Schuld. Sagst, du bist unschuldig. Was heißt, du wirst nicht entlassen werden. Du wirst auch nach 30 Jahren nicht entlassen. Du wirst auch nach 35 Jahren. Du wirst nicht entlassen werden, bevor du diese Tat einräumst. Ja, genau. So sieht es nämlich mal aus, nochmal lebenslänglich. Die Bild-Zeitung, ja, 15 Jahre. Wir haben es am Anfang schon geklärt. Wenn du als Mörder deine Tat nicht gestehst. Überhaupt, ganz kurz schon, überhaupt. Wenn du Tatleugner bist. Wenn du Tatleugner bist, und aber bei lebenslänglich ist es ja dann ist Open End. Ja, wirst du nicht entlassen. Du wirst nicht in ein Gutachten gehen und sagen, ja, das ist ein Fehlurteil, ich bin unschuldig, und ein positives Gutachten kriegen. Heißt, dieser Mensch wird für immer im Gefängnis sitzen, wenn er seine Meinung nicht ändert. Und das ist für mich unverständlich, wie du das als Anwalt, vielleicht hat er es versucht, dann tut es mir leid, ihm nicht einbläuen kannst, wie du nicht sagen kannst, du musst jetzt, Bene, wenn du das nicht annimmst, wirst du das Gefängnis nicht mehr lebend verlassen. Und das ist ein Deal. Und dann sage ich halt zu meiner Familie, Leute, ich war es nicht, ja? Ich war es nicht, ich muss es annehmen. Hier ist mein Anwalt, erklärt es dir. Und ich verstehe das. Ich tue mich super schwer, mir vorzustellen, was zuzugeben, was ich nicht getan habe. Aber hier geht es um dein Leben. Schau mal, ich weiß nicht, was ich ihm geraten hätte als sein Anwalt. Aber ich bin jemand, der immer sagt, wir geben nichts zu,
was nicht passiert ist. Münchner Strafkammer, größter Prozess, Pistole auf deinen Kopf, ja, Bullen aber stecken dir Steine rein. Aber du hast schon recht, weil wenn man das macht, ich habe es einmal habe ich es in meiner Laufbahn gemacht, wo mein Mandant gesagt hat, André, ich war es nicht, aber bitte besorg mir einen Deal, dass ich mit Urteil aus der U-Haft rauskomme. Ging um ein paar BTM-Verkäufe, jetzt nichts riesig Krasses, aber der Mandant saß schon fast ein Jahr. Dann haben wir nachher einen Deal gemacht, tatsächlich, er hat zugeben, kam er mit Urteil raus. Glaubst du, dass ich bis heute, wenn ich an diesem Prozess nachdenke, das kein Erfolg für mich war? Aber was ist das? Ja, das ist auch nichts. Ja, du hast recht. Das ist krass. Das ist seit 15 Jahren. Und wie gesagt, er wird nicht entlassen. Er wird so oder so einknicken müssen eines Tages. Oder er wird sein Leben lang. Und der ist ein unbequemer Häftling. Die mögen den dort nicht. Der schreibt Beschwerden, der kämpft, er behauptet lautstark seine Unschuld. Die hassen den dort. Dieser Mann wird im Gefängnis sterben. Außer er ändert seine Meinung darüber. Und dann hätte er es doch bitte schön vor 15 Jahren machen können. Und mein Rat war original. Wir sind gelaufen im Straubinger Hof. Und ich habe gesagt, Mann, so klug bist du nicht. Hätten die mir einen Deal gegeben, egal ob ich es war oder nicht, wenn die mir einen Deal 7,5 Jahre Mord geben, sage ich, okay, danke, hab verstanden. Ihr werdet mich nicht, 100%, ja? Jetzt, wenn sie mich jetzt verhaften, dass ich jemanden da drüben umgebracht habe und ich euch vier als Zeuge habe, ist mir das egal. Ja, okay, passt. 7,5 Jahre, ihr gebt mir diesen Deal für so einen Fall. Das heißt, ihr seid bereit, bis zum Ende zu gehen. Seine Perspektive als Jurastudent er kam doch aus einer komplett geordneten Familie. Er konnte das nicht wissen. Er hat zu mir gesagt, hätte ich gewusst, was ich jetzt weiß, hätte ich es genommen. Ja. Das hat er mir gesagt nach ungefähr 8-9 Jahren. Das konnte ich nicht wissen. Ja. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt kämpfe ich. Ja. Du kannst mit diesem System nicht kämpfen. Ja. Also du verlierst. Du verlierst. Und wenn's, überlege mal, die ist erschlagen worden. Mit mehreren Schlägen in einer massiven Situation, also ne, in so einer Situation, die eindeutig auf einen Totschlag hindeutet. Egal, wer der Täter war, weil erschlagen im Treppenhaus. Da kannst du einen Totschlag rausholen. Ja. Besondere Schwere haben sie ihm gegeben. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist ein Exempel statuiert worden an ihm. Und wie? Ob es war oder nicht, dieses Exempel wurde an ihm statuiert und ich hätte das kommen sehen. Ich habe es kommen sehen als Täter. Und meiner Meinung nach, es bleibt nichts übrig, außer, die werden nicht verurteilen. Klar, ja. Die werden dich nicht freilassen. Ja, und welche Message wird daraus gesendet, dass im nächsten Prozess vielleicht derjenige, ob er umschließt oder nicht, lieber den Deal annimmt? Ja. Ja, das ist ja so. Krass. Ja, krass. Hattest du zu dem Zeitpunkt, du warst schon gerichtserfahren, ne? Als du mit ich war mein Leben lang vor Gericht. Ich war das erste Mal mit 14 vor Gericht, habe gesehen, dass es sehr seltsam ist. Ja, ja. Dass mir keiner, wenn du einmal als Angeklagter vor Gericht bist, weißt du, die Wahrheit interessiert prinzipiell erstmal nicht. Ja. Es geht darum, was du in einer kurzen Zeit prägnant erklären kannst. Wenn es komplex wird, bist du erledigt. Ja. Vor allem als Jugendlicher oder sowas. Ich soll dir jetzt erklären, das ist eigentlich so und dann hat der das und ist schon egal. Klare Sätze, A, B, C. Wenn das keiner versteht, bist du erledigt. Wenn die sagen, du hast sie umgebracht, dann fälschen die Beweise. Gehen wir mal davon aus, ne? Sagen wir jetzt hypothetisch. Dass sie dann Beweise fälschen, in dem Moment weiß ich, ich bin tot. Ja. Ich bin dran. In der Zeitung steht, die Mordkommission ist überzeugt, dass ich der Täter bin. Ja, das, aber dann nochmal, wenn man sich seine Perspektive nochmal vorstellt, die er hatte, seine Lebenserfahrung, die nicht so groß war, was Gericht, gar keine, behütetes Elternhaus, die würde ich einfach mal unterstellen. An's gerecht geglaubt, an die Rechte. Ja, genau. Mama, Papa, Schwester, Labrador, so nach dem Motto, Reihenhaus, München, keine Ahnung. Noch besser, Villa. Ja, klar. Da saß man wahrscheinlich und hat gedacht, ach, wir sind in einem so funktionierenden Rechtsstaat. Mhm. Ihr habt den echten Blick gehabt, die ihm das geraten haben. Mhm. Aber ich glaube, aus seiner Sicht, damals kann ich es verstehen, ich heute... Mhm. Wäre natürlich bei dir, klar. Und du heute auch, aber aus deiner Perspektive ist es. Bleibt die Frage, ob er schuldig ist oder unschuldig? Ermittelt. Mein Gott, das ist der Jagdeifer, den die Polizei einfach auch haben muss. Und sie sind froh, wenn sie den Richtigen erwischen. Und sie waren einfach zutiefst überzeugt, sie haben den Richtigen. Wozu dann noch großartig in anderer Richtung nachdenken und ermitteln? Und das hat mit fairer Verfahrensführung aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun. Mit einem Grund, dass ich aufgestanden bin in der Urteilsverkündung und rausgegangen bin, was man mir sehr übel genommen hat. Also als das Urteil verkündet wurde, da hat sich diese aggressive Stimmung, die vorher schon im Verfahren häufiger zu spüren war, die hat sich da regelrecht entladen. Also
einer der Verteidiger, ein absoluter Profi im Gerichtssaal, war so fassungslos über diese Entscheidung, dass er dann also aufgesprungen ist, seine Robe weggeschmissen hat und sich nicht mehr die Urteilsbegründung bis zum Ende angehört hat, was sehr respektlos war, aber eben einfach, ja, da sind die Emotionen mit ihm durchgegangen. Das war über. Ich möchte kurz was sagen, ganz kurz, ob du es glaubst oder nicht. Ich hatte einen etwas größeren Prozess. Vom Landgericht Piep, ich möchte jetzt niemanden bloßstellen, weil man sich ja dann irgendwie jemand denkt, ah, du willst Piep, da war ich auch schon. Im Piep, Piep. Ich habe plädiert, es war ein sehr, sehr hitziges Verfahren, sehr, sehr hitziges Verfahren. Ich habe angefangen zu plädieren und die Staatsanwältin ist während meines Plädoyers aufgestanden, hat gesagt, ich lasse mich hier nicht beleidigen, ist rausgegangen. Oh. Es hatte dann nicht mehr, also, und sie hat im Vorfeld gesagt, das ist kein O-Ton, jetzt ist kein Sagen, weil es öffentliche Hauptverhandlung war, sie hat gesagt, dass da nichts weiter passiert ist, war Glück. Und wie sagt man so schön, das Glück ist mit den Dummen. Und die Dummen waren nicht die Opfer, sondern die Angeklagten. So, und dann habe ich dann so sinngemäß gemacht, den O-Ton, ein bisschen zeitweise nicht mehr gesagt, so jetzt kann man sich lang darüber unterhalten, was ist dumm. War es dumm, hier und da, dann habe ich die falschen Ermittlungen, die sie angestrengt hat, dann zitiert. War es dumm, das und das zu tun? War es vielleicht dumm, das und das zu machen? Oder war es dumm, im Plädoyer drei Angeklagte zu beleidigen und eine Straftat zu begehen? Vielleicht ist das ja dumm. Ich weiß es. Die steht auf und geht. Danke, du hast sie getroffen. So, krass war. Also, ich mein, you heard her. So, hast du dir wehgetan? Oh no, sorry. Oh. Und es war auch ein Gerichtsreporter da. Davon wurde nichts gesagt. Ja. Aber was krass war, ich muss kurz bemerken, weil der Vorsitzende, einer der fähigsten Vorsitzende einer Strafkammer, unglaublich intelligent und wirklich ein sehr, sehr guter Richter, unglaublich gut, hat dann gesagt, so Frau Staatsanwältin, das, was Sie gemacht haben im Plädoyer gegenüber den Angeklagten, war eine Beleidigung. Das, was Herr Miegel gemacht hat, war eine pointierte Kritik an Ihrer Beleidigung. Und daraus zu gehen, fand ich schon schwach. Ich möchte damit nur einmal sagen, dass auch da wieder mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich weiß nicht, ob da das Nachfolgen gemacht hat, aber hier sagt man halt, ja, es war respektlos. Was ist respektlos? Es sind Emotionen, die durchgegangen sind. Zumal nochmal, was jetzt irgendwie hier bis jetzt nicht gesagt wurde, der hatte 40 Tage Hungerstreik in sich. Ja. Der sah fürchterlich aus, das teilweise. Bei Anwalt, weißt du? Und dann als Anwalt kriegst du es mit. Und deswegen war auch die Angehörigen. Die haben ihre Tante beerdigt, jetzt haben sie unschuldig, ne, also in ihren Augen unschuldig, den Verwandten, den Freund, der hatte eine Verlobte, dort sitzen, der sich zu Tode hungert. Und dann hörst du sowas wie das mit den Geldscheinen. Und dann weißt du, da ist eine DNA-Spur, die nicht verfolgt wird. Und dann liest du in der Zeitung, ja, die Mordkommission und sagt, du bist schuldig. Und so da. Also da waren alle. Aber all das hat mir als Täter oder als Berufskrimineller zu der Zeit gesagt, ja, Mann, jeden Deal, den ihr habt. 15? Okay. Weil 15 ist auch besser als lebenslänglich. Also ich habe nicht mit Schwere der Schuld gerechnet, weißt du schon, aber ja, klar. Das ist so dieses Kopf ab. Das war überraschend, dass man sich so sehr gewundert hat. Als Beobachter des Prozesses musste man eigentlich mit diesem Schuldspruch rechnen. Wenn Tim jetzt gerade beschreibt, dass er da aber einen Prozess erlebt hat, der eigentlich ziemlich normal abgelaufen ist, bis auf diese Spannung im Gericht. Und ich bin ja nun mal ein juristischer Laie. Das ist dann vielleicht doch, ja, jetzt bin ich wieder so hin und her gerissen, dass es vielleicht doch alles seine Richtigkeit hat. So gut die Argumente der Anwältin Frau Ahnemann waren, kann ich mir vorstellen, dass auch die Staatsanwaltschaft bestimmt sehr gute Argumente für ihre Position und letztlich irgendwie auch für die Gründe haben, die das Gericht dazu veranlasst haben, dieses Urteil auch zu fällen. Was haben Sie denn schon versucht, um dieses Urteil wieder aufheben zu lassen? Direkt an das Urteil angeschlossen gab es eine Revision. Über dieses Urteil hat dann der Bundesgerichtshof entschieden und hat das Urteil bestätigt. Wir haben dann nach der Revision eine Verfassungsbeschwerde gemacht und an die Verfassungsbeschwerde anknüpfend noch eine Beschwerde zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir sind überall gescheitert. Es gab dann den ersten Wiederaufnahmeantrag. Dieser Antrag ist auch gescheitert. Jetzt ist letztes Jahr, also Anfang Februar 2019, ein zweiter Wiederaufnahmeantrag eingereicht worden. Gehen Sie denn davon aus, dass Benedikt Todt unschuldig ist? Das ist eine schwierige Frage, denn ich war weder dabei, noch kann ich in ihn reinschauen. Aber wenn er mir sagt, dass er die Tat nicht begangen hat, und ich die Erkenntnisse des Verfahrens dazu habe, dann ist es für mich ein stimmiges Bild. Also ich Benedikt Todt im... Entschuldigung, die Antwort ist ja fast wie vom Benedikt, das Statement, ob es war oder nicht. Ich kann mich einfach Nein sagen. Also, ja oder nein? Bist du es oder bist du es nicht? Ja, weißt du, weil das ist das, was wir so oft erörtert haben. Mann, wenn ich der Meinung bin,
dann habe ich, dann gehe ich als Strafverteidiger auf hin und sage, ja, ich bin überzeugt, dass er unschuldig ist. Und das sage ich dann auch vor der ganzen Welt. Ne? Ah. Gefängnis besucht habe, war er eigentlich nett zu mir, wir hatten guten Umgang, er war sympathisch. Und dann dachte ich mir danach, was ist, wenn er jetzt wirklich ein Mörder ist? Darf man über einen Mörder sagen, dass er sympathisch ist? Ich würde definitiv auch sagen, dass es Lebenskonstellationen gibt, wo ein Mensch, der keinerlei grundsätzliche Gewaltneigung hat, in eine Situation rutschen kann, wo die Dinge so extrem werden, dass er womöglich die Kontrolle über sich verliert und wo es zu so einer Tat dann kommen kann. Ich glaube aber auch, dass es über den Menschen an sich nichts aussagt. Für mich geht es in diesem kompletten Fall auch nicht so sehr darum, ob er diesen Mord begangen hat oder nicht. Ich glaube, es geht vielmehr darum, gibt es die Möglichkeit, dass in Deutschland jemand verurteilt wird, obwohl es nicht genügend Beweise gibt. Das löst in mir irgendeine Art Kontrollverlust aus. Nein, der Rechtsstaat funktioniert. Wir haben alle Bedingungen dafür, dass wir einen wirklich sauberen Strafprozess führen können. Es sind die Protagonisten, die im Einzelfall tätig sind. Und denen will ich ja nicht unterstellen, dass sie bösartig sind oder dass sie jetzt gegen die eigene Überzeugung jemanden verurteilen. Das wäre Quatsch. Diese Richter, die ihn verurteilt haben, waren sicher zutiefst davon überzeugt, dass sie es richtig machen. Das will ich ihnen gar nicht absprechen. Aber entscheidend ist, was bleibt an Argumentation dafür übrig? Ich kann doch nicht sagen, er war nicht der Täter. Wie denn? Ich weiß es nicht. Ja. Ich kann als Verteidiger nur versuchen, mich dem anzunähern, was gewesen ist. Schwierig genug. Man muss sich auch von dem Gedanken freimachen, man erfährt von den Menschen, die man vertritt, immer die Wahrheit. Benedikt Todt ist vieles gewesen, aber er ist nicht dumm. Wenn er die Tat, so wie man sie ihm angelastet hat, geplant und durchgeführt haben sollte, im Mai um 18 Uhr. Und das Erste, was er gesagt hat, ich war zu Hause, ich war in der Badewanne. Wenn er einigermaßen bei Verstand ist, muss er als Täter wissen, es muss nur einer ihn irgendwo gesehen haben, am helllichten Tag, und er ist platt wie ein Pfannkuchen. Und so stelle ich mir keine geplante Tat vor. Aus meiner Sicht, und da bleibe ich dabei, das war immer mein Standpunkt, der wird sich auch nie verändern, war es einfach ein Urteil, das so niemals hätte ergehen dürfen. Niemals. Ich glaube, da ist es auch, es war wieder so dieses geplant. Das haben wir vielleicht vorher nicht richtig nochmal erklärt, weil wir Mord eigentlich nur kurz angeschnitten haben. Mhm. Mord setzt ja Vorsatz voraus. Vorsatz der Tatbestandsverwirklichung, nämlich der Tötung eines anderen Menschen. Heißt, wenn wir jetzt zufällig im Treppenhaus in Streit geraten und du beleidigst mich, weil ich so unglaublich dumm bin, dass ich mein Jurastudium nicht schaffe, weil ich einfach so ein verdammter Loser bin und weil es dir eigentlich reicht, dass du mich hier durchfütterst und weil dein Bruder ist viel klüger und ich raste aus, dann ist das nicht unbedingt Mord. Das ist wahrscheinlich eher ein Totschlag, so eine Affekthandlung dann, ja. Genau. Dann dürfte man nicht besondere Schwere der Schuld verurteilen. Nee, dann müsste man sich Gedanken machen, ob überhaupt ein Mordmerkmal. Vielleicht würde mir spontan jetzt die niedrigen Beweggründe einfallen, aber müsste man prüfen, ob die überhaupt vorliegen. Also ob wir nicht falsch verstehen, Totschlag hätten. Wie ist es, wenn ich danach Spuren verschleie? Sowas wie die Zeitung mitnehmen würde oder so? Würde das dann aus einem Totschlag noch, ist jetzt rein interessanthalber, könnte man so aus dem Totschlag einen Mord machen oder zählt nur das, was in dem Tatzeitpunkt? Nee, genau. Es kommt halt darauf an, also wer, also im Gesetz steht ja, wer einen Menschen tötet und dann bla bla bla. Ne? Mhm. Also du brauchst einmal als Tatobjekt brauchst du einen toten Menschen und dann die Mordmerkmale dahin, die zählen dann und nicht das, was du danach noch irgendwie weggemacht hast oder so. Also das habe ich aber, das kann ich tatsächlich ganz kurz sagen, weil viele Studenten mich das auch fragen. Also Totschlag ist Totschlag und Mord ist immer dann, wenn es geplant ist. Ja, nicht unbedingt, aber natürlich setzt die Erfüllung bestimmter Mordmerkmale, denklogisch, eine gewisse Planung voraus. Mhm. Aus dem Affekt jemanden aus Habgier töten, ist jetzt schwierig. Heimtücke, die bewusste Arg- und Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit, klar, da kann man drüber, aber
Heimtücke ist, muss ja auch geplant sein. Naja, eigentlich ja. Selbst, weil da hat man immer so gerne dieses auf dem Hinterkopf oder so, dass man sagt. Von hinten, ja, da müsste ich aber in feindseliger Willensrichtung quasi die Wehrlosigkeit ausgenutzt werden. Ja, ja, so. Das wäre tatsächlich schon schwierig. Okay. Das wäre, ne, weil wenn man dann belegen könnte, es gab vorher einen Streit und ich habe gesagt, ey, guck mal da und ihn dann ein, dann wäre es wahrscheinlich eher, dann wäre es weniger Heimtücke. Das wäre dann mehr das planmäßige Locken in einen Hinterhalt, was Heimtücke wäre. Weil ich finde schon, dass wir in diese Richtung, also ich würde in diese Richtung ermitteln, wenn ich jetzt ein Ermittler wäre. In welche Richtung? In die Richtung, dass, also von der, wenn ich mich der Frage näher, war das oder war das nicht, dass man in die Richtung ermitteln oder denken sollte. Klar, da müsste man ja vielleicht objektiv ermitteln. Dann hätte man objektiv ermitteln müssen. Okay, komm, ziehen wir uns das Ende. Ich glaube, wie lange geht's noch? Todd morgen gestehen würde, okay, ich war es doch. Dann müsste ich natürlich feststellen, dass alles, wofür wir in der Verteidigung gekämpft haben, in Frage steht. Nichtsdestotrotz hätte er dann seine Strafe abgesessen. Mhm. Also wenn er es war, dann wurde er dafür zu Recht verurteilt. Dann ist es so. Mhm. Aber das ist das, was ich auch vorhin meinte, mit, das ist für mich nochmal eine andere Frage als die Frage, ob dieses Urteil so hätte gefällt werden dürfen. Selbst wenn er es war, was ich nicht weiß, wie gesagt, ich war nicht dabei, aber dieses Urteil ist für mich so nicht tragfähig. Es klingt jetzt sehr diplomatisch, dieser Fall begleitet Sie schon so lange. Emotional würde das aber doch was auslösen, oder? Absolut, absolut. Es wäre mit Sicherheit für mich eine Enttäuschung. Ist Benedikt Todd der Mörder seiner Tante? Sitzt da ein Unschuldiger seit 14 Jahren im Gefängnis oder sitzt ein Schuldiger seine gerechte Strafe ab? Keine Ahnung. Das weiß am Ende nur Benedikt selbst. Und darum sollte es ja auch in diesem Film nicht gehen. Aber auch was das Urteil angeht, habe ich keine abschließende Meinung. Weil auf der einen Seite ist da das Gericht, das sehr von der Schuld Benedikts überzeugt war. Und auf der anderen Seite sind da offene Fragen und Zweifel. Sodass vielleicht andere Richter wirklich zu einem anderen Urteil gekommen wären. Das ist definitiv einer der Punkte, die ich mitnehme aus der Recherche. In einem Indizienprozess kann jemand zu lebenslanger Haft verurteilt werden, ohne konkrete Beweise oder Augenzeugen. Und das bedeutet auch, ohne dass seine Schuld mit völliger Gewissheit festgestellt werden kann. In diesen Fällen entscheiden Richter nach ihrer Überzeugung über das Leben und die Zukunft eines Angeklagten. Deshalb ist es total gut und auch wichtig, dass es in unserem Rechtssystem sowas gibt wie Revisionen oder Wiederaufnahmeverfahren. Auch wenn die Hürden sehr hoch sind, wenn das Urteil einmal rechtskräftig ist. Und genau damit kämpft Benedikt seit 14 Jahren. Richter, das ist für mich ein Job, den könnte ich... Nein, ist deine. Wir sind jetzt hierher gekommen, um rechtlichen Beistand zu erfahren. Ich denke, wir haben einiges von Hilfe bekommen. Für mich steht außer Frage, dass es ein Fehlurteil ist. Ich verstehe auch nicht, er hat irgendwie so diese zwei Sachen. Einmal die Frage nach der Schuld und Unschuld von Benedikt Todd. Dazu werde ich mich nochmal äußern, was ich irgendwie glaube oder was ich fühle. Interessiert aber nicht. Das Wichtige ist... Meiner Meinung nach die zweite Frage, hätte er verurteilt werden dürfen? Und da sagt der Reporter hier so, ja, das weiß ich nicht. Ganz klar, nein. Ganz klar für mich, meine persönliche Meinung, ein ganz klares Nein. Das reicht nicht für besondere Schwere der Schuld. Noch dazu meine persönliche Meinung, ich kenne den Richter, ich habe den Prozess verfolgt, ich weiß, wie an diesem Gericht gearbeitet wird. Und das war nicht nur, das war noch so ein Klaps dazu, die besondere Schwere. Das war noch so ein... Ach so, ne? Willst du bis zum Schluss hier kämpfen? Willst du einen Hungerstreik machen? Willst du uns vorführen? Willst du uns für dumm verkaufen? Paff! Und hat man ihn so abgewatscht, dass er halt, wie wir gerade gesagt haben, vielleicht nie wieder aus dem Gefängnis kommt. Ja. Und damit bin ich nicht einverstanden. Jetzt bitte, Herr Miegel, wie sieht's aus? Wie fühlen Sie sich nach dem Fall? Emotional aufgewühlt, so wie du ja auch, hoffe ich. Also erstmal danke für die Einladung, danke, dass ich mit jetzt darauf reagieren durfte, auf diesen krassen Fall. Ich möchte ganz kurz was sagen, der Verteidiger von ihm, er ist ja noch aktiv. Mhm. Ich finde es auch richtig gut, dass er sich hinsetzt in die Kamera und sagt, dass das Urteil so nicht ergehen dürfen, weil dann muss man sich mal überlegen, was ist denn, wenn das nächste Mal vor diesem Gericht verteidigt? Der Richter ist nicht mehr aktiv. Ah, okay, gut, okay. Aber dennoch finde ich auch, dass nach dem, was ich jetzt gehört habe, dass so, das Urteil so hätte nicht ergehen dürfen, ich glaube, ich konnte mich ja kaum zurückhalten. Mit meiner Meinung zu dieser ganzen Geschichte. Aber ich kann nur noch mal sagen, Indizienprozesse sind die absolute Königsklasse im Strafprozess. Nicht, weil sie so geil sind, sondern weil es einfach von der,
von der Gesamtschau, die so oft angesprochen wurde, halt, weil es so schwierig ist, für das Gericht so schwierig. Du als Verteidiger versuchst die Meinungsbildung logischerweise mit Zweifel zu beeinflussen, weil du dich auch als Gericht ständig bei jedem Indiz selbst hinterfragen musst. Reicht mir das jetzt? Reicht das nicht? Kann das tatsächlich? Was kann das bedeuten? Und da haben wir meiner Meinung nach ein großes Problem, nämlich das, was er macht auch einen super Job, ne? Aber diese Revision, das ist, finde ich, diese eingeschränkte Kontrollinstanz, das ist wahrscheinlich anders praktikabel gar nicht zu bewältigen. Aber es ist, wenn man ehrlich ist, keine echte Kontrollinstanz. Auf Rechtsfehler gar keine Frage. Wie viel Prozent aber, Erfolg vom eingereichten Revisionen? Ja, ungefähr 5, vielleicht 5. Kann man, also würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, ich meine, ich habe meine letzten beiden gewonnen, aber das möchte ich jetzt nicht sagen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, dennoch ist es so, dass das einfach so eingeschränkt überprüfbar ist und das auch eine Revision niemals vor Fehlurteilen schützt, gar keine Frage. Aber was ich daraus mitnehme, deswegen finde ich das so wichtig, dass du dazu deine Meinung so gesagt hast, weil er hat eine andere Sicht, du hast eine völlig andere Sicht, weil du deine Erfahrung hast. Ich habe eine ganz andere Sicht, weil ich meine Erfahrung habe. Sein Verteidiger, die junge Anwältin, das auch. Jeder hat verschiedene Sichtweisen darauf. Und man, finde ich, man sollte sich auch in einem Rechtsstaat hinsetzen können, zu sagen können, das geht nicht. Das war falsch. So, das funktioniert auch nicht. Und dann muss man sich überlegen, wir haben eine Strafprozessordnung. Und wenn die Strafprozessordnung in einem Rechtsstaat nicht ausreicht, um jemanden einer Tat zu überführen, dann muss das der funktionierende Rechtsstaat aushalten. Das geht nicht, dann kann ich keine Mittel und Wege nutzen, weil dann bin ich nicht besser als die Kriminelle. Das ist so. Würde das den Grundsatz heißen, lieber einen Schuldigen laufen lassen, als einen Unschuldigen verurteilen? Ja. Das ist das Schlimmste, was einem Rechtsstaat passieren kann. Ich glaube, da scheiden sich die Geister so ein bisschen, dass manche Leute halt sagen, nee. Ein paar aber fallen hinten drüber. Jeder, der das denkt, ich wünsche euch, dass ihr das nie seid, in der Situation seid. Ja. Dass ihr die seid, die hinten drüber fallen. Dass ihr der eine Unschuldige seid, der sitzt, damit 100 Schuldige erwischt werden. Und wenn ich das kurz sagen darf, das sagen meistens Leute, die nicht in dieser Thematik so tief drin sind wie wir. Klar. Ne? Also, Danke. Ich freue mich wirklich. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Normalerweise finden die Co-Reactions bei uns in Berlin auf der Couch statt. Heute war es mal hier. Es war wunderbar, hier sein zu können. Es war die erste Anwaltskanzlei, in der ich seit langem war. Und diesmal mit einem viel besseren Gefühl als die letzten Male, als ich dort war. Schön. Vielen Dank für die tolle, für deine Unterstützung. Ich danke dir auch. Und war bestimmt nicht das letzte Mal. Komm, mach mal Ghetto Faust. Pollux ist raus für heute.